Im November 1913 hat der damalige Paderborner Weihbischof Heinrich Graf Häling von Lanzenauer unsere Pfarrkirche geweiht und sie in einem feierlichen Pontifikalamt ihrer Bestimmung übergeben. Im Verlauf der Jahre haben Christen auf Gottes Wort gehört, die eucharistischen Gaben von Brot und Wein empfangen und durch die Sakramente die bleibende Nähe Gottes erfahren. Freude und Leid, alles, was zum menschlichen Leben gehört, tragen wir bis heute an diesem Ort in Gebet und Gesang vor Gott. Gremien, Gruppierungen, Vereine und Verbände unserer Pfarrgemeinde haben letztlich ihre Wurzeln im lebendigen und gemeinschaftlichen Bekenntnis zu Jesus Christus, das in unserer Pfarrkirche immer neu zum Ausdruck kommt. Das 90. Jubiläumsjahr haben wir mit unterschiedlichen Veranstaltungen genutzt, um mit Hilfe von Bildern, Fenstern und Figuren aus unserer Kirche, mit Glaubens- und Bibelgesprächen, mit Wallfahrten und festlichen Gottesdiensten unseren Glauben zu vertiefen. Wir wollten Rückblick halten, um etwas von diesem Glauben der Menschen der letzten 90 Jahre in Gehrte zu verstehen. Wir wollten einen Einblick bekommen in ihr Hoffen, Denken und Handeln, um einen neuen Durchblick für unser eigenes Leben zu bekommen. Denn ein Ausblick auf eine Zukunft im Glauben kann uns neue Kraft verleihen. Einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ließ der damalige Gärter Pfarrer Wilhelm Neuenzeit unsere Pfarrkirche gründlich renovieren, nachdem sie im Krieg zwar nicht zerstört worden war, wohl aber zahlreiche Schäden erlitten hatte. Zu Weihnachten 1952 konnte die Gemeinde in einer völlig neu gestalteten Kirche Gottesdienst feiern. Im Rahmen dieser Renovierung wurden dem Maler Dr. Egbert Lammers aus Werl und der Glaswerkstatt Dr. Eutmann aus Linnich die Neugestaltung der Fenster übertragen. Das eher kleine Format der teilweise hochliegenden Fensteröffnungen in der neuromanischen Kirche wird wohl dazu beigetragen haben, dass der Künstler, der sich vor dem Entwurf der Glasbilder stets zunächst intensiv mit dem Raum auseinandersetzte, hier zu einer stärker ausgeprägten Reduktion der Form und Binnenzeichnung gelangte. Gleichzeitig entschied er sich für eine expressive, leuchtend bunte Farbigkeit, die die Fernwirkung der Werke sicherstellte. Die Palette blieb dabei vorwiegend auf die Primärfarben Blau, Rot und Gelb beschränkt. Die Kompositionen umfassen Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament sowie Symbol- und Ornamentfenster. In der Fastenzeit 2003 haben wir mit Gruppen, Vereinen, Verbänden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Mitgliedern unserer und der evangelischen Gemeinde in Gehrte eine Auszeit genommen und einzelne Fenster vor ihrem biblischen Hintergrund betrachtet. Wir haben Details in unserer Kirche neu entdeckt. Wir haben die farbigen Kirchenfenster mit anderen Augen gesehen. Wir haben einige biblische Personen näher kennengelernt.
Wir haben uns biblische Texte und ihre Bedeutung erschlossen. Wir haben Erfahrungen für den persönlichen Glauben gemacht. Wir haben Gemeinschaft mit anderen Glaubenden erlebt. Das Volk Israel ist befreit aus der Sklaverei des Pharao. Es macht sich auf den Weg von Ägypten zurück in die Heimat. Das Wasser des Schilfmeeres muss weggeblasen werden, damit sie den Weg zum anderen Ufer gehen können. Dasselbe Wasser stürzt über den Verfolgern zusammen und vernichtet sie, wird für sie zum Wasser der Befreiung. Die Figur des Mose beherrscht dieses Fenster. Sein Stab reicht bis in die Wellen des Schilfmeeres zu seinen Füßen. Der Pharao ist besiegt, liegt farblos im Hintergrund. Damit Begegnung gelingt, ist Wahrheit nötig. Mit diesem Satz haben wir unser Bibelgespräch zusammengefasst, bei der Betrachtung dieses Fensters besonders Mitglieder unserer Frauengemeinschaft. Eine Frau aus Samarien kommt zum Brunnen, um Wasser zum Trinken und für den Haushalt zu holen. Jesus spricht die Ausländerin an, ganz gegen die Gewohnheit seiner Landsleute. Im Gespräch hilft er ihr, das eigene Leben kritisch zu überdenken. Eine tiefe Begegnung von Vertrauen geprägt. Er bietet der Frau lebendiges Wasser an, das Wasser des Glaubens, das Wasser der Taufe, das Wasser der Reinigung von Schuld. Es wird für sie zum Wasser der Befreiung. Der Brunnen, davor die Frau aus Samarien, etwas kleiner und Jesus etwas größer. Ihre Hand ist zum Empfang geöffnet. Seine Hände geben, segnen, beschützen. Jesus will von Johannes im Wasser des Jordan getauft werden. Die Taufe mit Wasser wird zum Zeichen für die Taufe mit Heiligem Geist. Im Heiligen Geist bekennt Gott sich zu ihm. Dieser ist mein geliebter Sohn. Das zerrissene Kamelhaargewand identifiziert Johannes. Er steht höher, aber am Rand. Die Figur Jesu beherrscht dieses Fenster. Bereits bis zum Bauchnabel steht er in den Wellen des Jordan. Seine Hände sind zum Empfang geöffnet. Zum Empfang der Taufe des Johannes mit Wasser und zum Empfang des Heiligen Geistes, der in Gestalt der roten Taube von oben links ins Bild kommt. Die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens ist die wichtigste Glaubenserfahrung des Volkes Israel. Die Weitergabe des Glaubens beginnt in der jüdischen Religion immer neu mit der Erzählung von dieser Befreiung. Das Zeugnis des Alten Testaments beginnt mit dieser Geschichte. Alles Vorherige ist später dazugeschrieben. Das Neue Testament beginnt mit der Predigt Johannes des Täufers am Jordan. Alle Kindheitsgeschichten und Stammbaumaufzählungen sind später dazugeschrieben. Johannes redet von einer neuen Befreiung durch Gott, von allem Negativen in ihrer Vergangenheit zum Leben mit Gott in einer Zukunft, die offen ist. Auch Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, lässt sich von ihm taufen. Danach geht er durch Dörfer und Städte, um die Menschen zu befreien. Auch die samaritanische Frau. Zu befreien von ihrer Vergangenheit, zu befreien für eine neue Zukunft. Der Glaube an den Gott, der Israel befreit und seinen Sohn zu den Menschen geschickt hat, dieser Glaube kann auch mich frei machen. Frei von meiner Vergangenheit, frei für eine neue Zukunft. Das Wasser der Taufe ist unser Wasser der Befreiung. All meine Quellen entspringen in dir, mein guter Gott. Du bist das Wasser, das mich tränkt und meine Sehnsucht stillt. Dieses neue geistliche Lied kam uns bei dem Gespräch in den Sinn. Seit Wochen schon ist das Volk Israel unterwegs.
Auf die Verheißung Gottes hin sind sie aufgebrochen. Sie haben Ägypten verlassen und sich auf den Weg durch die Wüste gemacht. Da sind Brot und Wasser knapp. Die Beschwerden der Wanderung scheinen unerträglich groß. Das Volk murrt. Gott lässt sich davon anrühren. Er lässt Brot vom Himmel regnen. Aus der Hand Gottes, Brot am oberen Bildrand zu sehen, regnen die kleinen goldenen Scheiben überreich hinab. So können die beiden Personen rechts und links im Bild sich gegenseitig stärken. Offensichtlich ist genug für alle da. Das Brot, mit dem Gott uns stärkt, ist nicht für die Vorratshaltung gedacht. Die Portionen, die jeder bekommt, sind nicht exakt abgewogen. Für jeden gleich viel. Jeder und jede bekommt genau das, was er oder sie jetzt benötigt. Katechetinnen und Katecheten, Lektorinnen und Kommunionhelfer wurden nachdenklich. Wie weit vertraue ich darauf, dass Gott mich erhalten wird, mich rechtzeitig stärken wird? Uns kam der Psalm in den Sinn: Mein Hirt ist Gott der Herr, er wird mich immer weiden. Fünf Brote und zwei Fische. Zwei Hände umfassen den Korb in der unteren Hälfte des Bildes. Die Person, die diese Lebensmittel herbeibringt, ist nicht erkennbar. Fünf Brote und zwei Fische. Was ist das für so viele? Muss man da die hungrigen Menschen nicht wegschicken? Sollte nicht besser jeder für sich selbst sorgen? Das Erlebnis der wunderbaren Brotvermehrung belehrt uns eines Besseren. Jesus nimmt das Brot und die Fische und blickt zum Himmel empor. Im oberen Viertel unseres Kirchenfensters ist sein Kopf ganz nach oben gewandt. Er spricht den Lobpreis. Die Segensgeste seines Armes dominiert den oberen Teil des Fensters. Jesus beauftragt die Jünger, von dem auszuteilen, was sie haben. Und siehe da, alle werden satt. In unserem Kirchenfenster ergießt sich ein Schwall von sattem Rot wie ein Strom der Liebe zur Erde. Teilnehmer des Bibelgesprächs an diesem Abend, besonders die Mitglieder der Vinzenzkonferenz, erkannten: Aus dem Wenigen, was wir tun oder haben, macht Gott ganz viel. Dies sollte uns immer wieder neu ein Ansporn sein, Menschen nicht auf das Jenseits zu vertrösten, sondern sozial verantwortlich zu handeln. Hell wie die Sonne leuchtet die Mitte dieser Fenstergruppe. Der Kopf Jesu, umgeben von einem hellen Schein, ist es, der so leuchtet. Daneben, dunkler gehalten, das ernste Gesicht eines Mannes und ein anderer Mensch, der gerade gespeist wird. Brot sehen wir und Wein, ganz in der Nähe des Herzens Jesu. Im unteren Drittel des Bildes dominieren mehrere Hände das Bild, bereit zum Empfangen. Das, was schon zu Zeiten der Wüstenwanderung und davor begonnen hat, was in dem Wunder der Brotvermehrung verdeutlicht wurde, findet hier den Höhepunkt in einer Kernaussage unseres Glaubens. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus Christus selbst ist das Brot des Lebens. Er allein ist unser Leben. Er selbst ist uns das Brot zur Bestärkung, das nie wieder hungrig werden lässt. Gott hat den Abraham zum Vater vieler Völker gemacht. Juden, Christen und Muslime berufen sich auf ihn. Zuerst hatten er und seine Frau Sarah Jahrzehnte auf Kinder verzichten müssen.
Im hohen Alter bekommen sie einen Sohn und sehen ihn bis zum Jugendlichen gesund aufwachsen. Dann aber stellt Gott Abraham auf die Probe. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Abraham ist schockiert. Sein Traum von der Weitergabe seines Lebens scheint zu Ende. Dennoch steht er frühmorgens auf, sattelt seinen Esel und macht sich mit seinem Sohn, zwei Knechten und dem Holz für das Opfer auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hat. Schon will er das Messer nehmen, um seinen Sohn zu schlachten. Da ruft ihm eine Stimme zu: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Das ist nochmal gut gegangen. Das Fensterbild zeigt einen Engel, der seine Hand schützend über Isaak hält, der bereits zum Sterben den Kopf gesenkt hat. Im ökumenischen Gespräch mit Christen aus der Gerther Christusgemeinde ist uns deutlich geworden: Gott ist gegen Gewalt, er will Leben. Das gilt auch viele Jahrhunderte später, als das Volk Israel nach 40-jähriger Wanderung durch die Wüste müde und frustriert ist. Zu ihrem Anführer Mose sagen sie: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser. Dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. Da schickt Gott Giftschlangen und viele Israeliten sterben. Die Leute bereuen ihre Ungeduld und bitten Mose um Fürsprache bei Gott. Der antwortet ihm: Mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Jetzt kommt die Rettung für einige zu spät. Andere aber dürfen weiterleben und ins gelobte Land einziehen. Von oben und in goldener Farbe zeigt Mose im Fenster den Menschen die Schlange. Sein Stab lässt die Verbindung zum dritten Fenster ahnen, die uns als Christen klar ist. Angedeutet ist das Kreuz, an dem der Sohn Gottes stirbt. Welches Leid er in den Stunden bis zum Tod noch zu ertragen hat und wie er mit sich und dem Vater ringt, sehen wir in weiteren Fenstern später. Hier scheint zunächst sein Leben am Ende. In deine Hände lege ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Zwei der letzten Worte Jesu, die uns im Jubiläumsjahr 2003 auch begleitet haben, klingen in diesem Bild mit. Dass Gott gegen Gewalt ist, leben will, ist hier nur noch schwer zu erkennen. Allenfalls die goldgelbe Farbe im Hintergrund des erschlafften Körpers am Kreuz lässt das erahnen. Wiederum ist es ein Engel, der denen, die am übernächsten Morgen zu Jesu Grab kommen, die unglaubliche Botschaft bringt, dass Jesus den Tod überwunden hat. Uns stellt sich die Frage, wer seine Hand schützend über uns hält. Wenn das Leben am Ende scheint, wer uns sagt, dass das Ende nicht das Ende ist? Welcher Engel wird uns sagen, dass das Leben weitergeht? Welcher Engel wird wohl kommen, der den Stein vom Grabe hebt? Wirst du für mich, werd ich für dich der Engel sein? Vier sehr einfache Fenster illustrieren die Leidensgeschichte Jesu. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel.
was im zweiten Teil des Jesaja-Buches prophetisch ausgesagt ist, wird im Leiden Jesu Realität. Leid durch Menschenhand gibt es in allen Zeiten. Mit einem Strick wird der Angeklagte an eine Säule gebunden. Die Evangelien scheuen sich, allzu viele Details von dieser Qual zu beschreiben. Und auch Egbert Lammers bleibt in der Gestaltung der Fenster vorsichtig. O Haupt voll Blut und Wunden, dieser alte Choral kam den Mitgliedern der KAB angesichts dieser Fenster in den Sinn. Sie geißelten ihn und setzten ihm zum Spott eine Dornenkrone auf. 12 Arme hat die Geißel, an jedem Ende eine gezackte Kugel. Spitz sind die Dornen der Krone. Leicht kann man sich die Schmerzen vorstellen, die entstehen, wenn sie in die Kopfhaut eindringen. Drei dicke Nägel, je einen für die Hände und einen für beide Füße, zeigt das nächste Fenster. Diese Details sind wiederum biblisch nicht belegt. Ob es Wein mit Myrrhe oder Galle oder ob es Essig war, die Evangelisten sind einig, dass selbst mit dem Getränk im Schwamm noch Qual und Spott verbunden waren. Die Lanze schließlich steht für den Soldaten, der Jesus nach einiger Zeit schon tot vorfindet. Wasser und Blut sind der Beweis, dass er nicht nur bewusstlos, sondern wirklich tot ist. Die Leidenswerkzeuge in allen vier Fenstern sind durch rote und blaue Farbe gekennzeichnet. Diagonal durchkreuzt sind die Bilder von goldgelben Streifen. Dieses Leiden Jesu hat auch heilsame Aspekte. Es leuchtet bereits die kommende Auferstehung Jesu durch und für alle Menschen geht von diesem Leid Heil aus. Das Heil der Sündenvergebung, das Heil des ewigen Lebens für alle Menschen, auch für mich. Trotz allen Leids, so haben es KAB-Mitglieder nach dem Gespräch über diese Fenster formuliert, trotz allen Leids zeigt sich das Licht, die Hoffnung, das Leben. Jakob hat seinen Bruder Esau betrogen und in Haran rund 800 Kilometer entfernt für seinen Onkel Laban gearbeitet. Nach 20 Jahren kehrt er heimlich zurück nach Kanaan mit seinen Frauen, Kindern, Dienern und Herden. Der Onkel nimmt die Verfolgung auf, aber schließlich einigen sie sich gütlich. Jakob sendet eine Botschaft an Esau, um festzustellen, ob sein Bruder noch immer auf Rache sind. Aber Esau kommt Jakob schon mit 400 Männern entgegen. Erschrocken macht Jakob ihm große Geschenke. Am nächsten Morgen ringt mit Jakob ein Mann. Der unbekannte Gegner kann Jakob nicht besiegen, verletzt aber seine Hüfte. Jakob wird gesagt: Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Darum sollst du nicht mehr Jakob, sondern Israel heißen. Im Fenster ist der Gegner Jakobs dargestellt.
mit zwei Flügeln wie ein Engel. Einerseits unterliegt der Engel, andererseits geht von ihm Licht aus. Wir haben dazu ein eigenes Bild vom Ringen mit dem Engel gestaltet, zusammengeklebt aus Zeitungsschnipseln. Ein neues Lied dazu haben wir auch kennengelernt. Einen Engel wünsche ich mir, Gottes Nähe möchte ich spüren. Guter Engel, komm zu mir, um mich zärtlich zu berühren. Auch Jesus ringt einen Augenblick mit Gott, seinem Vater. Im Garten Gethsemane auf dem Ölberg. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Dieses Fenster ist eines der dunkelsten unserer Kirche. Zu den hellen Tönen der Figur Jesu entsteht ein starker Kontrast. Die Hände sind zum Gebet gefaltet, der Körper insgesamt drückt Verzweiflung und Verkrampfung aus. Im Heiligenschein hinter seinem Kopf leuchtet in blutroter Farbe das Kreuz auf. Am dritten Morgen danach ist derselbe Jesus der Auferstandene. Das Ringen mit Gott hat ein gutes Ende gefunden. Ein gutes Ende nicht nur für Jesus, sondern für alle Menschen. Die Fülle der Farben ist ein gutes Bild für die Fülle des Lebens, die mit der Auferstehung, mit dem ersten Osterfest allen Menschen zugesagt ist. Das Zeugnis des Paulus, aufgeschrieben nur etwa 25 Jahre nach dem ersten Osterfest, ist das älteste schriftliche Zeugnis der Auferstehung. Vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Auf diesem und auf den Zeugnissen aller späteren biblischen Schriftsteller gründet unser Glaube. Bis heute geht das Ringen mit Gott weiter. Obwohl Gott den Menschen immer wieder Gutes getan hat und auch heute noch tut, gibt es immer wieder Zweifel. Obwohl Jesus Christus vom Tod auferstanden ist, gibt es weiter Angst vor Tod und Leid in der Welt. Das erste Fenster in dieser Gruppe zeigt eine Kerze. Ein heller Schein umgibt ihre Flamme. Er hält die umliegenden Fensterbereiche auf. Im zweiten Fenster wird der eine zuerst ein Kreuz entdecken, die andere vielleicht ein weißes Kleid. Im dritten Fenster fällt der weiße Vogel sofort in den Blick, eine Taube. Auf den zweiten Blick wird man entdecken, dass alle drei Fenster kleine Zungen wie von Feuer zeigen. Bei genauerem Hinsehen kann man auch das Kreuz aus dem rechten Fenster im linken und mittleren Fenster wiederentdecken. Im unteren Bereich des mittleren Fensters kräuselt sich zudem Wasser in Wellen.
In den 50er Jahren rahmten diese Fenster die Taufkapelle ein, die erst später näher zum Altarraum gerückt wurde. Die Kerze ist die Taufkerze, das weiße Kleid ist das Taufkleid, die Taube das Bild für den Heiligen Geist, wie schon bei der Taufe Jesu im Jordan. Mit Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir dazu in der Apostelgeschichte gelesen: Ein Äthiopier, ein Kämmerer, der den ganzen Schatz der Königin verwaltete, war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Philippus lief hin und fragte ihn: Verstehst du auch, was du liest? Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Philippus begann zu reden und verkündete ihm das Evangelium von Jesus. Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer: Hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt, und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. Diese Sätze las der Kämmerer. Diese Sätze erklärte ihm Philippus. Durch die Taufe zum Kreuz, durch das Kreuz zur Taufe. Im Bibelgespräch und Fensterbildbetrachtung entdeckten wir, dass beide nicht voneinander zu trennen sind. Die Bilder und der Text haben uns gezeigt, wie tiefgründig und vielschichtig unser Glaube ist. Fest soll mein Taufbund immer stehen, zum Herrn will ich gehören. Dein Tod am Kreuz, Herr Jesus Christ, ist für uns ewiges Leben. Denn aus dem Wasser und dem Geist hast du uns neu geboren. In kaum einer Tauf- oder Tauferneuerungsfeier fehlt dieses Lied, dessen Text unser Fensterbibelgespräch gut zusammenfasst. Ich sah eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem Lamm und trugen Palmzweige in den Händen. Eine Vision, die uns in der Heiligen Schrift, in der Offenbarung des Johannes geschildert wird. Das Fenster mit der Palme des Sieges finden wir in unserer Totenkapelle. Vor einem Hintergrund, der von Erdtönen geprägt ist, sehen wir deutlich die Kontur eines Palmblattes. Die einzelnen Adern des Blattes streben von der Mittelachse aus in harmonischem Schwung nach oben. Die Farben des Blattes unterscheiden sich deutlich von den dunkleren Tönen des Hintergrundes. Hier dominieren die frohen, klaren Farben Blau, Weiß und Rot und lassen das Licht des Tages hinein. Deutlich ins Auge fällt die Mittelachse dieses Bildes. Wie ein Pfeil gibt sie dem Bild eine eindeutige Richtung. Von unten nach oben führt sie unseren Blick. In unserer Kirche ist die Totenkapelle der Platz,
an dem täglich viele Menschen innehalten, eine Kerze entzünden und vor der Pieta, der Mutter Gottes, die ihren toten Sohn in den Armen hält, ihre Gebete an Gott richten. So setzt der Künstler Egbert Lammers ein deutliches Zeichen. Entgegen allen Trends in unserer Gesellschaft ist der Tod nicht die letzte endgültige Niederlage. Ist er nicht die absolute Bankrotterklärung aller ärztlichen Kunst? Ist er nicht die reine Katastrophe, die uns haltlos in einen Abgrund von Trauer stürzen lässt? Mit diesem und den anderen Motiven dieser Fenstergruppe verdeutlicht der Künstler unsere christliche Hoffnung. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern uns ist das ewige Leben, das ewige Licht versprochen. Wer an Christus glaubt, wird die Krone des ewigen Lebens erlangen. Die Senioren unserer Gemeinde, mit denen wir diese Fenster betrachtet haben, konnten es zum Teil aus eigener Erfahrung bestätigen. Der Blick auf Christus gibt uns auch in dunklen Tagen immer wieder neuen Lebensmut. Auch und gerade in schweren Stunden ist es gut, die lebensbejahende Kraft zu spüren, die ihren Grund hat und in der festen Zusage Gottes an uns auf ein Leben in Fülle. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Dieses Wort Gottes ist für uns wie Licht in der Nacht. Im Altarraum unserer Kirche finden wir die Fenster mit den Bildern dreier Frauen. Jede von ihnen gibt uns ein Zeichen der Hoffnung. Jede steht da für eine Verheißung. Wenn wir vom Altar aus im Uhrzeigersinn die Fenster betrachten, so führt uns das erste Fenster zu den Anfängen der menschlichen Geschichte mit Gott. Wüst und leer war die Erde, Irrsal und Wirrsal war die Erde, bevor Gott sie gestaltete und mit Leben füllte. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie. Eva sehen wir im ersten Fenster. Ihre Formen sind weiblich gerundet. Einen breiten Schoß hat sie. Bereit, Leben weiterzugeben. Eva, das heißt Leben. Eva ist diejenige, die Leben schenkt. Eva ist die Mutter aller Lebendigen, die Stammmutter der Menschheit. Ihr hell leuchtendes Gesicht hat sie ganz dem Himmel zugewandt. Dem göttlichen Auge. Das verweist uns auf den, der uns geschaffen hat, dem wir unser Leben verdanken, der unser Ursprung ist.
Furcht und Zittern lähmen das Volk Israel. Der feindliche König Nebukadnezar erobert in einem gewaltigen Kriegszug viele Nachbarvölker. Seinem Truppenführer Holofernes hat er den Befehl erteilt, alle zu vernichten, die sich seinem Wort nicht unterwerfen wollen. Mit mächtigen Truppen greift er Israel an. In dieser Notlage besinnt sich das Volk Israel. Alle Israeliten ohne Ausnahme fasten und tun Buße. Das Volk fleht Gott an. Und, so heißt es im Buch Judith des Alten Testaments, Gott hört ihr Rufen und sieht auf ihre Not. Als die Lage aussichtslos erscheint und das Volk verzweifelt, tritt Judith auf, eine kluge, gottesfürchtige Witwe. Fest entschlossen, sich für Gott und sein Volk einzusetzen, nutzt sie ihre außergewöhnliche Schönheit, um Holofernes zu betören. Als er betrunken auf seinem Bett zusammensinkt, enthauptet sie ihn mit seinem eigenen Schwert und kehrt mit seinem Kopf als Trophäe in das israelitische Lager zurück. Die Nachricht vom Tode ihres Truppenführers schlägt die Angreifer in die Flucht. Durch die Hand einer Frau ist für das Volk Israel die Zukunft neu eröffnet. Es preist Gott und feiert in Jerusalem vor dem Heiligtum ein Freudenfest. Da steht sie, Judith, ihre Trophäe betrachtend. In der rechten Hand blutrot den Kopf des Holofernes, in der linken noch sein gewaltiges Schwert. Entschlossen sieht sie aus, aber nicht wie eine strahlende Siegerin. In helles Licht, das von oben auf sie herabfällt, ist ihr Körper getaucht. Sie hat sich von Gott in die Pflicht nehmen lassen, um ihrem Volk das Überleben zu sichern. Sie ist die Person, durch die Gottes befreiendes Handeln an seinem Volk sichtbar wird. Zwei Gesichter, eng einander zugewandt, dominieren das Bild. Die beiden Personen schmiegen sich aneinander. Eine Hand Marias liegt auf der Brust Christi. Seine Hände umfassen liebevoll ihre Gestalt. Von rechts unten nach links oben zieht sich eine Linie durch das Bild, die beide Personen miteinander verschmelzen lässt. So wird die einzigartige enge Verbindung zwischen Maria und ihrem Sohn deutlich. Maria wird aufgenommen in den Himmel. Maria, die Mutter Jesu, darf als erster Mensch das erleben, wozu wir alle berufen sind. Sie wird aufgenommen in die unauflösliche Gemeinschaft mit Gott. So findet sie Vollendung und ewiges Glück, das auch uns verheißen ist. Dieses Fensterbild schenkt uns Trost und macht uns Hoffnung auf ewige Gemeinschaft mit unseren Verstorbenen. So eine Erkenntnis am Ende des Bibelgesprächs, an dem vor allem Sängerinnen und Sänger unserer Chöre teilnahmen. Unsere Hoffnung bezwingt die schwarze Angst. Und so schließt sich der Bogen, den die drei Frauengestalten unserer Fenstergruppe beschreiben. Maria, eine Tochter Evas, geht als erste der Menschen in die Herrlichkeit Gottes ein. Gott sendet immer wieder Männer und Frauen, wie zum Beispiel Judith und andere Retter, die den Weg bereiten, auch in scheinbar aussichtslosen Situationen. Wir Menschen, als Frauen und Männer gleichwertig von Gott geschaffen, können uns verlassen auf sein Versprechen von ewiger Geborgenheit in seiner Liebe. Ein Blick nach oben ist nicht verkehrt. Wenn wir unsere Kirche verlassen, so formulierte es ein Mitglied der Kolping-Familie. Die wenigsten werden die vier Fenster über dem Hauptportal beim Herausgehen aus der Kirche in den Blick nehmen. Im Gegensatz dazu haben die Liturgen vom Altarraum her sie immer vor Augen. Diese Fenster stehen für eine einzige Geschichte des Neuen Testaments. Jesus selbst erzählt sie seinen Zuhörern. Es wird mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl.
Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal, und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Vier Fenster, vier Personen. Personen, die durch ihre Blickrichtung etwas über ihr Verhalten zueinander aussagen. Vier Personen, nicht 10 Jungfrauen und ein Bräutigam. Egbert Lammers hat sich auf je eine Jungfrau beschränkt. Rechts und links außen blicken sie zur Mitte hin und von der Mitte weg. Um sie herum ist dunkle Nacht. Ein paar rote Funken von einem Feuer sind angedeutet. Hell leuchtet die Lampe, die noch Öl hat. Erloschen hängt die andere herunter. Links der Mitte steht der Bräutigam, seiner Braut freudig entgegensehend. Die Segensgeste der rechten Hand verrät uns, dass Jesus sein eigenes Wiederkommen am Ende der Tage meint, als er dieses Gleichnis erzählt. Ich bin eingeladen, wie die Jungfrauen, zu seinem Fest, zum Leben bei und mit ihm, in diesem Leben und darüber hinaus, beim eucharistischen Mahl in der Heiligen Messe, wie im Alltag, wenn ich unter den Fenstern hindurch die Gerta-Elisabeth-Kirche verlassen habe. Im Alltag vor allem stellt sich die Frage nach dem Ölvorrat, nach der Wachsamkeit, ob mir der Bräutigam nicht schon vorab begegnet, im Nächsten auf der Straße, der meine Hilfe braucht. Das Öl kann ich bekommen im Miteinander der Gemeinde, im Gottesdienst und Sakramenten, im Gespräch über den Glauben, im Interesse aneinander. Indem wir unseren Glauben und den unserer Vorfahren, der zum Beispiel in den Kirchenfenstern einen Niederschlag gefunden hat, indem wir diesen Glauben an die nächsten Generationen weitergeben, wachsen wir über die klugen Jungfrauen hinaus, geben Öl auch an andere ab, weil wir genug davon haben. Ein Blick nach oben ist nicht verkehrt, um uns beim Herausgehen aus der Kirche immer neu daran zu erinnern. Happy day. Oh, happy day.
happy day. Oh, happy day. When Jesus walked.